Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Oh, die Sonne ist so schön gerade. Herrlich. Was So. jagen Sie da draußen, außerhalb des Beckens? Das kann nicht nur eine Maschine sein. Das ist eine gute Frage, Eloy. Wir kommen jetzt hier Da zum ist er. Lagerfeuer. Genau wie er gesagt hat. Wie immer. Dann reden wir mal mit Rost. Eloy, du bist hier. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Okay. Ich habe Grata Kaninchen gebracht. Sie hat der Urmutter gedankt, natürlich. Urmutter hat durch dich gewirkt, um ihr Kaninchen zu bringen. Oh, das sagst du immer. Aber ich war da und habe allein gejagt. Und das sagst du immer, was dich nur einsam macht. Ich war übrigens bei Karst und habe mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Also, Rost, ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich mach das nicht. Ich tu nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rost. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist, aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Ach, Mann. Okay. Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche. Was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues, etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Oha. Oha. Folge dem Pfad, es ist nicht weit. Okay. Diese Hütte, was ist damit passiert? Eine Maschine, das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Oh Gott. Oh je, oh je, oh je. Ein Wächterkadaver. Ich hol mir die Teile.
Achte auf die Umgebung. Okay. Mutterberg. Oh, sind die überall tote Krieger. Oh weh. Oh, ein Wächteli. Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Ja, Hochmut kommt vor den Fall, Eloy. Pass bloß auf. Grasa. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Er darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Schwäche ist Abriss und Feuer. Okay. Deswegen die Feuerpfeile. Na, komm her. Du bist entdeckt. Sam. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir. Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folgt mir. Es dämmert. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt.
Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Okay. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh, und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Ach Mann. Man merkt irgendwie so, dass Ross sich langsam emotional versucht zu trennen, damit es nicht allzu sehr wehtut, wenn sie nicht mehr miteinander Kontakt haben dürfen. Obwohl Ayla natürlich was anderes im Sinn hat. Okay, was ich jetzt gerne nochmal vorhatte, ich wollte gerne nochmal zu der Ruine, wo ich als Kind war. Weil da gab es ja so einige Stellen, wo man noch nicht rein konnte als kleines Mädchen. Als Kind. So. Okay. Dieser alte Ort. Ich war seit Jahren nicht mehr hier. Mal sehen, was ich finde. Eben. Deswegen sind wir hier. Oh Gott. Ach so, das sind die ganzen Punkte, die ich mir schon mal angehört habe. Das kennen wir alle schon. Die Tür auf. So. Ha. Hier kommen wir doch gut rein. Sehr gut. Ja, diese Wege meine ich nämlich auch. Das sind nämlich die Ortschaften, die mit Stalagmiten irgendwie versperrt waren. Und da wir ja früher noch keinen Speer hatten als kleines Mädel. Konnten wir da noch nicht hin. Das dort hinten. Kann. Jetzt, wo ich älter bin. Alles Gute hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden sind. Die Wichita-Linie ist gefallen und unsere Position wird in weniger als 24 Stunden überrannt werden. Wie Sie sicher verstehen werden, steht kein Abtransport zur Verfügung. Es steht Ihnen frei, die Anlage zu verlassen und Ihr Glück zu Fuß zu versuchen. Schleuse 2 wird um 21 Uhr entriegelt und bleibt dann 15 Minuten geöffnet. Viel Glück. Für diejenigen unter uns, die nicht auf der Flucht sterben wollen, findet um 22 Uhr eine Versammlung im Gemeinschaftsraum statt. Schwester Chana wird geeignete Mittel zur Verfügung stellen. Ich möchte betonen, wie stolz ich auf jeden einzelnen Person bin, die hier gedient hat. Es ist wichtig, daran zu denken, dass unser Opfer nicht vergeblich sein wird. Ich hoffe, das macht die Sache etwas leichter. Seit Monaten unterschreibe ich meine Nachricht mit Direktorin Evans. Aber ich glaube, wir können diese Formalitäten jetzt bleiben lassen.
hochachtungsvoll, Alan. Oh, okay. Eine Art Energiezelle. Wozu die wohl gut ist? Neue Nebenquest, neues Waffenlager, okay. Schicke Sachen findet man hier. Ich glaube, soweit alles entdeckt, ne? So, Delle. Ach, das ist ja wie ein Sauwetter hier. Das kann doch wohl nicht angehen. So, da müssen wir hin. So. Da sitzt er schon. Wir müssen reden. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Eigentlich nicht, aber... Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir, als ich noch zum Stamm gehörte. Okay. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Ach Mann. Ich verstehe. Dann danke ich dir dafür. Es wird mich an dich erinnern. An all deine Hilfe. Auch bei der Vorbereitung für diesen Tag.
Danke. Schwerer als gedacht. Aber das Band hält. Die Urmutter segne dich. Und dich. Wie konnte er das nur tun? Ausgerechnet heute. Ich muss mich auf die Erprobung konzentrieren. Ach Mann, ey, das war doch unser Ersatzpapa, unser Ziehvater. Oh Mann, das muss echt hart sein. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da! Platz da! Krieger, lasst sie durch! Sie ist hier willkommen! Mutterherz steht dir offen, mein Kind. Komm! Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Nissa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du, was? Einige fremde Stammesgesandte, die Karja, wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Aber Tirsa ist lieb. Rede mit deinem alten Freund. Dir mag es nicht viel bedeuten, aber die Erzmütter arbeiten hart, um unsere Kraft zu bewahren. Mhm. Hey, Leute! Bittet er bei einem du bist es, oder? Unbarkeitssegen. Hier drüben! Nicht mit deiner Freundin, sondern der Schwester. Unglaublich! Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tirsa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tepp ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Und ich habe etwas für dich, eine Kluft für diesen Tag. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Da. Zieh sie an, wann immer dir danach ist. Danke, Tab. So etwas habe ich noch nie besessen. Ach, es ist deins. Ich würde meinen, es schützt dich etwas besser als das, was du anhattest. Jede Kluft hat eigene Vorteile. Man muss immer abwägen. Na gut, ich will dich nicht aufhalten. Geh zur Hütte der Stammmütter, wenn du Tirsa suchst. Okay. Du wirst sie leicht erkennen. Ein großes Holzhaus mit einer wütenden Menge davor. Tirsa sagte etwas über fremde Stammesgesandte. Deshalb ist die Menge ja wütend. Karja, die nach Jahren erstmals wieder im Heiligen Land sind. Es werden wohl Tomaten fliegen oder Steine. Ach du meine Güte. Hoffentlich keine Speere. Was auch kommt. Du solltest dich ducken. Okay. Du musst viel zurück. Zynikerin. Schade, dass dieser Musiker vom letzten Mal nicht wieder da ist. Der mit den langen, dunklen Haaren. Das nenne ich Leben. Das sollte jeden Tag ein Fest sein.
Okay, Nora sucht den Superstar, oder was? Da kann man sich ja Magerfeuer wehren. Jack, komm da runter! Du bist schon betrunken. Musst du auch noch auf Häuser klettern? Oh, ich soll anderen Licht aufs Dach steigen. Eine Gabe der Urmutter. Komm da runter! Sofort! Oh, das könnte dir sehr passen, was? Dass ich runterfalle? Was ist mit Vala? Sie ist stark. Runterklettern. Durch ihre Adern fließt das Blut einer Kriegsherrin. Okay. Gut! Bleib doch die ganze Nacht auf dem Dach! Ja, mach ich! Oder im Jahr davor. Ich bin zu nervös, um mit dir zu reden. Hätte es klappen können. Naja, du eben. Okay. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Ich war nie auf mich allein gestellt. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Sie lebten friedlich nebeneinander, im Schutz ihres Beckens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Das waren die Ungläubigen. Die Maschinen hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ihnen dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu erschaffen, besser als die der Urmutter. Eine Welt aus Metall. Sie sagten den Ungläubigen, dass sie die ganze Arbeit für sie machen würden, sie ernähren, ihnen Schutz geben, ihnen ein leichtes Leben im Überfluss verschaffen würden. Und so gingen die Ungläubigen und nahmen die Maschinen mit. Nur die wahren Kinder, die Mütter und Väter der Nora, blieben bei der Urmutter. Zunächst hielten die Maschinen ihr Versprechen. Sie bauten Städte, groß und schrecklich, Monumente ihrer Sünden. Aber sie dienten den Ungläubigen nicht lange. Unter den Maschinen erhob sich ein König, eine Maschine, die mächtiger als jede andere war. Der Metallteufel. Und dann dienten die Ungläubigen ihm. Sie dienten den Maschinen. Aber das reichte dem Metallteufel nicht. Er wollte, dass alle ihm dienen und versuchte, die wahren Kinder von der Urmutter wegzulocken. Sie wollten nicht gehen. Sie versammelten sich am Berghang, um sich an sie zu klammern und beteten, hingebungsvoller als je zuvor. Der Metallteufel wütete lauter als der Donner. In seiner Wut wollte er die Urmutter herausfordern und sie töten. Aber sie vernichtete ihn. Für immer. Wie ihr wisst, denn sein lebloser Körper liegt immer noch dort, starr und schändlich. Die Maschinen wurden über den Tod ihres Königs wahnsinnig und wurden zu wilden Bestien. Die Ungläubigen verließen ihre Städte und mussten fortan ohne die Hilfe der Maschinen durch die Welt ziehen. Nur wir waren und sind die wahren Kinder der Urmutter. Wir haben all das hier mit den Händen erbaut, die sie uns geschenkt hat. Die Maschinen müssen gejagt werden. Metall soll immer Schrott oder Material sein. Aber nie etwas, das angebetet wird. Und wir halten uns an ihre Gesetze und sind entschlossen in unseren Gebeten, nicht wahr? Denn die Gefahr ist nie vorbei. Die Ungläubigen beneiden uns noch immer um unser heiliges Land und begehren es. Und von Jahr zu Jahr wächst die Wut der Maschinen. Sie suchen nach kleinen Nora-Jungen und Mädchen, die nicht brav gewesen sind. Was? Ist da eine Maschine unter uns? Nein, nein. Meine alten Augen haben sich getäuscht. Was? Okay. Oh, jetzt schön. Hört genau zu. Natürlich denn wird Bas gewinnen. Ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam alles Leben. Hey Leute, hier drüben. Was? Karst? Was machst du hier? Vorsicht! Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken.
oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich habe es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werde sie nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Ja, du bist doch... War ein Witzcast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Okay. Bis demnächst, Cast. Viel Glück.